Hallo, meine Lieben. Ich hab euch heute was ganz Feines mitgebracht. Was ganz Schnuckliges. Was ganz Schnuckliges habe ich mitgebracht. Nee, das ist nicht Schnuckling. Ja, was aber Hori, du bist Schnuckling. Dich habe ich mitgebracht. Was war du? Aber Fenkel. Ja, der ist auch dabei. So, ja, mir ist toll. Bullshit aus meinem Leben eingefallen. Ja. Ich habe bis jetzt 6 Tests oder so geschrieben, habe davon bis jetzt genau 2 zurückbekommen und die beide waren einsam. Warum? Not gonna lie. Ja, weil die eine... Nee, warum, warum du nicht einfach deine Fresse hältst? Okay. Ich glaube, das macht hier ein bisschen man. Einsam oder einser? Einser. Hori ist sehr einsam, wenn er mich hat. Ich kann immer zu Lucario gehen und mich mal im Ausfall. Das kannst du gerne tun. Du darfst mich auch anschreien, wenn irgendwas ist. Bitte fang jetzt aber nicht an, über Bananen zu reden, okay? Nee. Bitte nicht. Nein, nein. Wir werden hier auf Bananen geschlossen. Aber ich esse nur gerade Müsli mit Bananen. Entschuldigung. Weil ich schon vorher gesagt habe, der Süßli ist ein Müsli. Mhm. Und Lucario mag keine Erdbeeren. Ja. Was? Obwohl das am Erdbeer, aus einer Erdbeerstadt kommt, oder? Das stimmt, ja. Ja. Wusstet ihr, dass eine Erdbeere keine Beere ist? Erdbeeren und Spargel, ja, sondern eine Nuss. Du bist eine Nuss. Ist ja egal. Die ist mag aber Spargel auch nicht so gern, glaube ich. Vor allem, dann stinkt denn Urin. Also, Entschuldigung. Okay, das ist das Einzige, was mir meine Mutter immer über Spargel erzählt hat. Wir driften. Kennt ihr Traumschuss Surprise, wo der Typ Spargelsuppe trinkt? Also die Pisse mit Spargel? Nein, aber wir driften ein bisschen ab, so wie Paul Walker in den Baum. Und damit... Das war ein bisschen zu viel. Und damit können wir reinstarten mit dem... dritten Spieltag der Siegfried-Conference. Kann man ja das erste Game Siegfried! Was? Ja, das erste Game ist halt ein Sean-Game. Pana ist immer sehr, sehr traurig, wenn er den Roast darüber schreiben muss, der Arme. Ja, Panas Roast sind sowieso nicht mehr gut. Oh, doch. Willst du jetzt echt hier Pana verteidigen? Ja. Bist du wirklich? Cringe, Mensch. Ich meine, die kamen zu spät. Aber ich lese die tatsächlich ganz gerne. Und wir kommen mit Camping. Ich mach's wie Krim. Nicht lesen. Nur von Nerven. Das ist gut. Was gibt's zu dem Game zu sagen? Anton hat halt irgendwie full Setup gespielt. Und Sludgewave Krebo hat gegen Tangolos. Das war super. Das hab ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ice Beam, Krebotag gegen Trudging. Ja, Spiel, also es funktioniert ja auch eigentlich. Wir haben ja auch Ice Beam Mega Shapiro gegen Tangrowth gespielt, so. In Lissabos. Okay, ich krieg gerade eine Nachricht, okay. Das ist ja was anderes, aber Krebotag hat ja keinen Spätz-Attack und Dwido ja schon ein bisschen. Ja, aber ja, kann man spielen. Tangrowth hat keine Spätz-Attack, wenn ich irgendwie so ausgedacht, finde ich das jetzt nicht, aber. Ey, wie ist nicht ausgedacht auf dem? Aber Krebotag war übrigens auch das einzige Mon, was irgendwie gestorben ist. Auf der Seite von Endon. Stirbt der nicht immer? Ja, nur Endon hat dann irgendwie weirde Shenanigans mit Nasty Plot Slowking gemacht. Und mit Setup Pixie und mit Nasty Plot Rotom Heat und Sean hat irgendwie kein Counterplay und ja, hat dann halt verloren. Sean hat kein Team. Sean hat wirklich kein Team. Sean hat kein Team, aber hat mir Relaxo gesniped, der Penner. Und kein Skill. Was hast du jetzt gesagt? Ich behaupte das jetzt nicht, bis ich gegen ihn verloren habe. Aber du verlierst ja 11. Spieltag gegen ihn. Freu dich auf 11. Spieltag. Da würde ich dich gerne nochmal hören, eigentlich, nach deinem Rage, wie du gegen Sean verloren hast, aber... Wollen wir das live machen? Ja. Machen wir live. Oh, okay. Live und dann gleich Currydex danach. Ja, für dich. Egal für wen. Bis dahin habe ich wahrscheinlich so eine Capture-Card, also ich könnte wahrscheinlich dann sogar, egal. Als Beweis, ich könnte zumindest ein Beweisvideo hochladen, dass ich das Ding habe. Auf jeden Fall habe ich richtig getippt, das ist das einzig Wichtigste. So. Gibt's nicht sogar einen Currydex? Und was? Gibt's nicht sogar einen Currydex, irgendwo einen Eintrag dafür, wie so ein Pokédex-Eintrag? Ich glaube, nee, ich weiß es nicht. Muss ich sagen. Ich will jetzt nicht jeden Curry einzeln schicken, dann kriegst du so 151 Bilder. Ja doch, es gibt einen Currydex-Eintrag. Das ist schon richtig. Currydex. Ja. Weißt du, wer auch gerne mit Sachen um sich wirft, ohne Ahnung zu haben? Conny? Noah. Auch. Aber Noah hat diesmal halt das Zeiger-Set gebracht, was gewinnt. Du musst das so. Das Match ist irgendwie so. Conny spielt Sachen, die nie keinen Sinn machen. Noah spielt Sachen, worauf er Bock hat, die etwas Sinn machen. Und ja, Noah, Corny verliert gegen Sub, Claire, Coy, Zygarde. Ey yo, du kannst Rock Polish Registeel nicht haten, was offensiv mitkam.
Darf ich bitte einmal sagen, wie insane das war? Wie viel. Also, ohne, wenn das Sarah Aura nicht Sugar Baby gewesen wäre, hätte er, glaube ich, gewonnen. Ich habe auch schon mal Rock Polish RGSD gebracht, aber da hat mich Hori mit einem Prellung gesweept. Schade. Was? Da kamst du wahrscheinlich gar nicht zu der Rock Polish, oder? Nö. War das Gen 5 oder war das? Gen 5 hatte ich RGSD nicht. Okay. Aber Gen 5 haben wir euch auch mit Prellung gesweept. Albträume. Ach, ja. Das war das Mann, auf was ich mich aus Prinzip nicht preppe. Ja. Prellum. Ihr habt das gehört. Defensives Prellum ist das beste Prellum als Lando-Check und mit HP Ice um Lando, 30 zu machen. Lando kommt als Prellum-Check mit. Ja. War, da waren wir so. Nee, auf Grüße jeden Fall, gehen raus an Krenn. Ja, auf jeden Fall Noah. Dafür gibt's ein Bier. Noah war halt einfach. Ja, besser. Mit Setup, keine Ahnung. Soll man dazu sagen? Also irgendein Counterplay musst du schon gegen Seigard mitnehmen. Ja, hallo, Trick Room Ice Punch, Destiny Bonding, das genau, der hat fast funktioniert. Nein. Darf ich mal ganz kurz in Cornys Kader gucken? Klar, mach was du willst. Ich werde dich von nichts abhalten. Mister halt mich ab. Lichter. Da. Hallo, der hat Kruki. Ja, Gamer. Ja, der hat auch, ja. Gut. Sieht mau aus. Nee, der hat, warte mal, der hat... Was siehst du? Sieht mau aus, so wie Rotom. Du hast kein Rotom-Mau, oder? Nee, das eine geile Überleitung. Nee, also, aber ich wollte eigentlich sagen, der hat auch Mosquito, hä? Gewinnt Mosquito nicht normalerweise gegen Seigard? Also ja, klar, normalerweise. Ja, sollte es eigentlich. Aber gepaartes Mosquito ist nicht gut. Edgren, du weißt warum. Insider, den versteht ihr nicht. Bin ich auch froh darüber. Weißt du, wer auch nicht gut ist? Nox. Ha. Arroganter Penner. Nee, ja, selbstverliebt. Nicht arroganter Penner. Ja, ich bin arrogant, aber ich bin halt auch einfach, ich darf mir das halt auch einfach erlauben, so wie Ronaldo, nein. So wie Ronaldo? Ja. Ich finde Ronaldo cool, ich mag dem seine Art. Hey, ich habe auch nichts gegen Ronaldo. Ermine, da kannst du immerhin erlauben, gut. Nee, was habe ich in dem Game gemacht? Ich habe so geleadet, weil ich habe so meine Hassspielweise gespielt. Weil du hast geleadet. Ja, ich hab geleadet. Habt ihr auch geleadet in eurem Game? Ja, ich habe auch geleadet in meinem Game vor, weil wann habe ich das letzte Mal gespielt? Keine Ahnung. Urs, oder? Nein, kein TTBL. TTBL, ja. Wo ihr übrigens 7-0 gegangen seid. Und genau das gleiche erwähnt. Zwei Mons und Ebel nicht mal gestorben ist. Richtig. Haben wir, glaube ich, noch nie hier im SPL-Talk erwähnt. Gut. Ja. Nee, was habe ich gemacht? Ich habe meine Hassspielweise gespielt mit HO, wo ich eigentlich immer sage, ich kann das nicht. Und habe dann mit Slurpuff geleadet, habe Webs gelegt. Bin dann in die Luft geflogen mit dem besten Momentum-Move, fuck you, Pana. Und ja, darüber rede ich später auch noch. Und hab mich dann irgendwie in meinen Fundy-T hineinbegeben, als er auf sein Packs gegangen ist. Er dachte sich erstmal so, yo, lass mal Baneful Bunker drücken. Auf meinen Sub. Der hat mit Acrostella auf Dings gesubbt. Auf Fundy, ja, der hat mir eine Free-Turn gegeben. Ist das? Ich fällt gerade nicht in vollen Sätzen, aber ist egal. Wir haben dich verstanden. Ist das nicht komplett weird, weil entweder drückt er halt Visage oder Nasty? Er hat mir halt viel Setup gegeben. Ich habe Sub gedrückt, beziehungsweise Nasty, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte ich dann halt meinen Sub und konnte halt gut Sachen machen. Ich glaube, 4 Kills hat sich Thunderous in dem Game auch geholt. Was halt nur der Sweep konnte nur durch Legging Tail Trick zu Beerus verhindert werden. Bis das zustande kam, hat er aber auch erstmal 3 Mons gesackt. Glaube ich, oder 2. Also er hat zu Beerus in dem verloren, Zapdos und Umbreon. Ich glaube auch noch. Nee, Steelix hat er da nicht dran verloren. Vielleicht waren es auch nur 3, die er sich geholt hat. Naja. Das Thunderous ist dann wie gesagt gestorben und dann konnten sich Heracross und Starmie die Kombination den Sieg sichern. Und leider keine Pult-Kills für die Killrangliste, sehr, sehr enttäuschend. Leider keine Pult-Kills, wie schade. Scheiße, ich hab Pana eigentlich beide versprochen, was ich als besondere erwähne, egal. Egal. Pana ist eh... Was? Nee.
Ja, keine Ahnung. T ist sowieso besser als I. Mehr kann ich dazu nicht sagen. T ist ziemlich insane. Das Mon ist ziemlich unfair. Das hat eine Coverage von 30 Typen. Ja. Man übersieht das so häufig im Draft. Ja. Also so wenig gepickt, aber wenn es gepickt wird, macht das so viel Work. Ja, Pulled Funnel ist auch ziemlich geil. Hm? Ja. Hm? Ich habe gesagt, Pulled Funnel ist auch ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich glaube, Hori hat gerade was gesagt. Ja, Hori? Nein, nicht wirklich, glaube ich. Okay, dann nicht. Was habt ihr da eigentlich getippt? Für Livigno, weil Pana kacke ist. Ja. Ja. Gut, ich darf mich nicht beschweren. Ich habe letztens auch gegen Livigno verloren. Richtig. Aber Pana hat halt einfach, muss ich sagen, allen gezeigt, was für ein unfassbar geiler und krasser Gamer er ist. Er hat einfach Eier auf den Tisch geklatscht, hat gesagt, yo, ich abuse jetzt dieses Blissey, weil Livigno eh kein Dazzling Glam spielt und sich eh nicht auf mein Set preppt. Das heißt, ich spiele einfach DD, Sub, Roost, eine Eisattacke, weil Livigno's Ice vs. Frostless ist und spielt das absolute Gamer-Item namens King's Rock und flincht damit noch zweimal das Corviknight weg und gewinnt das Game. Ich kann irgendwie froh sein, dass das Flamingo nicht mitbekommen hat. Ja. Sonst wäre es wieder lustig geworden im Chat. Und da muss man auch einfach sagen, absoluter Gamer, absoluter verdienter Sieg für Pana und ja, GG. Ja, gut gemacht, Wahnsinn, Pana. Gut gemacht. Wir mögen dich trotzdem nicht. Hm. Manchmal. Gut, so genau. Manchmal. Ich mag Pana's Rose. Ja. Nein. Doch, nee, vielleicht. Nee, Pana mobben und Gren mobben steht hier eher auf der Tagesordnung, deswegen. Ich hab dich lieb, wir haben dich lieb. Gren übrigens also, auch. Mobbing ist ja das größte Thema auf der SPL, hallo? Richtig. Apropos Mobbing. Warum hast du gewonnen, du dummer Spaß? Warum ich gewonnen habe? Keine Ahnung. Stoutland und Slowbro sind broken zusammen. Mhm. Oder wie Roy sagen würde. Stoutland. Ja, Wiesberg, hallo. Oder wie Roy sagen würde, was? Wie Roy sagen würde, ich habe mich durchgehext, weil der Dark Pulse nicht geflincht hat. Stimmt auch. Also, hätte der geflincht, wäre Slowbro weg gewesen. Und ich hätte das ganze Game verloren, aber Hardy hat als einzige Slowbro Breaker, sage ich jetzt mal, mitgenommen. Heatran und Rotom Wash. Rotom Wash war defensiv, das heißt, der macht jetzt auch nicht so viel und Heatran war halt das Standard-Trap-Set. Ja. Ja, und dann stand halt Slowbro die ganze Zeit da, ist rein, raus. So wie du bei Hori. Ja, richtig. Ja. Richtig. Jeden Freitag aus, was? leider noch nicht. Ich war leider nur wenn ich meinen Führerschein habe, easy, dann komme ich einfach so wumm und fahre ich zu dir. Ich fahre im September zu Lucario, hallo? Ja. Das mit Frankfurt steht noch, ja? Ja, mal gucken. Denke. Wenn wir es hinbekommen. Wäre schon interessant. Wäre witzig. Apropos Frankfurt, keine Ahnung. Apropos dickes Kind. Ja. Aber vielleicht. Wir hätten uns auf jeden Fall alle gewünscht, der Dark Pulse flincht, so. Ja, ich auch. Also Hardy den Sieg gönnen. Ist ja anders. Und du hast ja auch noch was Besonderes oder so. Ja, richtig. Weißt du, was noch interessant ist, was ich noch erwähnen wollte? Hm? Erste SPL-Folge. Besondere Erwähnungen waren genauso aufgebaut. Der allerersten SPL-Folge. Was? Du hast es zurückgebracht. Die allererste SPL-Folge, da war irgendwie Garados und Zellemens genauso aufgebaut als besondere Erwähnung. Jeder hat sich sein Set rausgesucht, oder was? Ja. Ah, cool. Ja, gut. Weißt du? Nur Kren durfte nicht. Opfer. Eine Sache, aber... Mir ist gerade aufgefallen, im Endeffekt, du pickst immer so, wie es realistisch ist und ich pick immer die Fan-Favorites. Wir sind ein gutes Duo. Wir sind echt ein gutes Duo. Das war ja aber auch schon vorher klar, dass wir ein gutes Duo sind. Also tippst du dann auch auf Krabi? Immer so. Egal. Ja. Nein, ich tippe auf Rudi, weil Rudi cool ist. Ja, Rudi ist echt cool. Können wir bitte über die Turn 1 reden von dem Game? Du meinst Scarf Edge? Ja. Ich liebe Menschen, die nicht für Scarf Lando scouten. Das sind meine Lieblingsspiele. Mag ich auf der Ladder auch immer, wenn ich irgendwas mit einem fucking Scarf Lando One-Shot. Das ist richtig witzig. Richtig also gut, Gamer. Ich hab's ja gegen Rudi auch gemacht. Ich hab gegen Lando getauntet. Ja. Ja, und? Gamer. Ja, gegen mich hat er dann nur Nidoqueen gekillt und das Mon ist eh kack.
Wer, weil er noch in die Hallo hat noch Slowbro getötet, weil in die Luft geflogen ist. Ja. Mhm. Wir können darüber reden, dass Gravy einfach Chansey von Chansey komplett gewollt wurde. Er hat einfach Chansey, er hat einfach so Chansey im Gegnerteam gesehen und hat sich so gedacht. Heute? Chansey? Nee, heute keine Prep. Nee. Eine Specs. Body Press. Magnetzone. Der hat 30 gemacht. Baby hat halt im Kader so ein Lycanroc. Und warum nimmst du das nicht mit gegen Chansey? Gegen Weavile? Gegen Voltula? Klar, er wird von Lando geholt und von Skarn. Aber trotzdem macht SD Edge immer noch 1000 Schaden. Mhm. Oder sehe ich das jetzt falsch? Nee. Und Hedorini hätte Turn 1 gewonnen. Oder Turn 3. Wäre der Crit. Ohne den Crit. Ja. Also hat sich mit CM halt aufgesetzt und war eigentlich unbreakable und hat alles gekillt. Ich kenne es irgendwo her, wenn Hedorini gewinnt. Aber durch Hex konnte sich Krebi halt das irgendwie noch auf 2-0 runterspielen. Zitat Rudi, warum wird immer mein wichtigstes Mon im Matchup gehext? Hedorini ist doch einfach gebrocken, auch ja. Wenn er damals gegen dich nicht mit CM mitkam. Ja, ist egal, braucht er nicht. Hätte auch so gewonnen. Wo-Prep? Wo-Prep. Wo-Prep. Matt? Ja. Trend hat mir gerade was Lustiges geschrieben. Egal. Oder? Weil, gerade. Er spielt Heal Bell! Heal Bell? Willst du mich verarschen? Können wir kurz rübergehen? Zur anderen Conference. Mhm. Spielt ja gerade Österreich gegen Wales, WM-Qualifikation. Ja. Wer gewinnt? Bale? 0-0. Nach 10 Minuten. Oh. Und Gren hat mir einfach nur geschrieben, er hat ein bisschen Angst, dass ein 96 Pace Spieler in FIFA hinter Alexander Dragovic spielt, der 31 ist. Das war auch das Grennwort zum Sonntag. Okay. Total zum Sonntag. Ja. Ja, richtig. Sonntag. Wochenende, saufen. Okay. Jona. Pana? Nee, nicht Pana. Bist du's? Jona gegen Ray. Erinnert ihr euch noch an die DQ? Nein. Hier kam einfach so another one. Ah, shit, here we go again. Ja. Naja, was ist passiert? Am Anfang hat sich ein Corviknight gesetupt, was tatsächlich auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ziemlich scary aussah. Nur hat Jona das eigentlich ganz gut low bekommen. Mit Encore und Heatwave Torn. Also Ray meinte so, wo wir TB gemacht haben, so im Nachgang. Warum hat ihr keiner sagen können, dass Swampert fucking Brawl hat? Das hätte ihr in 2 Games geholfen. Oh. Nichts gegen Ray. Ja, gut. Das ist unlucky, wenn man das nicht weiß. Raw Swamp ist ziemlich insane. Ich überlege gerade, ob ich das mal gespielt habe. Ich habe auf jeden Fall Counter gespielt und Mirror Code ein paar Mal, aber. Du kannst halt ein paar Moves übersehen. Ja, ja, klar. Sagt keiner was. Und wenn man halt dadurch gesweept wird, man kann von jedem gesweept werden. Richtig. I mean, siehe ich, ich habe gegen Livigno, ja. Nee, aber war. Komm, also Grüße gehen raus an Shadow mit Grasilia. Ja, aber das Set war auch einfach richtig gut, muss man sagen, gestern von denen. Naja, gut, wir driften ab. Wolltest du dich nicht gestern über die lustig machen? Nö. Das war Kren. Ich nicht, weil gegen Set kannst du nichts sagen, so. Nee, du hast die, irgendeiner von euch beiden wollte sich lustig machen, dass die keine Mons mit haben. Ja, ich hab mich über die Memo-Tales lustig gemacht, dass die keine Mons mit hatten. Und dann haben die auf einmal angefangen, Cresselia zu setupen. Ja, gut. Und Flame, ob das war einfach ein absolutes Gamer-Set. Ich kann's jetzt nicht genau sagen, aber Jona hat sich auch gesetupt. Ja, Jona hat einfach genau das gemacht, was Pana machen wollte, nur gegen Chansey. Und Chansey hat halt nicht mal eine Möglichkeit in der Prep, irgendwie den Sub von Kyrn zu breaken, deswegen. Nee. Ja. Ist Vorsicht geboten. Und ja, so konnte sich Kyrn, glaube ich, auch 5 oder paar 5 Kills sichern, glaube ich. Das nächste Finn Game war Sana gegen Finn. Das war so, aha. Also Rot im Heat war mal wieder fast das beste Mod. Aber dann muss ich auch einfach sagen, hat er halt viel zu früh gesackt. Finn ist ein richtiger Gamer, weil er jeden Spieltag Phantasdami spielt. Sana hat, glaube ich, sein Gardevoir einfach viel zu früh abgeworfen, was halt mit Specs ziemlich gut aussah.
Und Franklin, hast du eigentlich das Bishop-Set gesehen? Nein. Es war Sub, SD, Sucker Punch, Iron Head. Ich bringe den um. Mit dem Item Lefties, mit Pressure als Fähigkeit. Pressure. Ja. Also, etwas will ich dazu zu Bishop sagen. Du hast einen Move, der immer drauf muss. Knock. Ja. Ja. Und das gepaart. Grüße gehen raus. Ja, sorry. Grüße gehen raus an Sana, dass man kein Pressure Bishop spielt. Ja, und das gepaarte Komo, das gepaarte Chomp in Komo reinzuwerfen, ist halt der beste Revenger, aber halt vielleicht auch nicht so der beste Play, weil halt dadurch sah halt trotz, dass das Komo gepaart war, das Komo halt unfassbar gefährlich aus und ja, hat dann halt ich find's dennoch ziemlich also, viel Druck aufgebaut. Ich weiß nicht, ob es gewonnen hat mehr genau, aber man muss sagen, Sana hat ja einen richtigen Franklin-Kader gepickt. Auf jeden Fall. Chomp, Slowbro, right? Ja. Lungus, Bishop. Na, Phantomas hat am Ende gewonnen. Ja. Hör auf, damit zu verkacken, Mann. Das ja, gut, man muss aber auch Sana lassen. Sana hat jetzt nicht so leichte Matchups gehabt. Als Gegner. Ja. Gut. Der hat also, jetzt die ganz schweren ersten Duell gegen wieder dann gespielt. Gegen Finn. Gegen. Bazin. Gegen Batzi, genau. Gegen Batzi hat er auch fast gewonnen, was uns ja auch sehr überrascht hat, deswegen. Ah, und gegen Raptor, ja gut. Reden wir nicht über das Game. Reden wir über das, lieber über das Game, wo Howie 0-0 getippt hat. Ja. Und dann ist das am weitesten weggekommen. Ach ja, das war das Game, wo er versucht hat, mit einem Meter groß an Akbana vorbeizukommen. Ich muss sagen, das Game war, glaube ich, mein Favorit diesen Spieltag. Einfach, weil ich so unfassbar viel Spaß hatte während dieses Games live. Weil ich mit Age mit Voice Age? War. Ja. Also, wir waren nicht bei Age Voice, wir waren nicht im Privat Voice. Ich habe niemanden geghostet. Alles gut, Age durfte auch dabei bleiben. Richtig. Yo, Männer würden jetzt Head Smash drücken. Und der Junge drückt einfach Head Smash, das Metagross bleibt drin und das Egi-Slash frisst einfach 80. War witzig. Er hat es dann halt hochgewischt bekommen mit seinem Aquana. Also, es war gefühlt so Aquana, Cloaking gegen die Welt. Ja, was natürlich das Game sehr, sehr einfach und gemacht hat für Hex, aber halt, dass Pex in der Future Side drin gelassen wurde. Nee, in der Future Side reingewechselt wurde. Oder so, ja. Man kann die halt vergessen, klar. Ist mir auch schon passiert. Aber es war so der einzige Check gegen Egi plus alles. Ja, richtig. Und Egi sah halt super lecker aus. Und Glowking eben auch. Scarf. Wurde in Scarf getrickt, ja. Und Aura halt, konnte dann halt am Ende des Game gewinnen. Oh, muss man sagen. Hat Age solide runtergespielt. Also, jo, safe. Stimmt. Aber um einmal kurz Panan zu ziehen, AMK, wieso drückst du mit deinem vollen Umbreon immer Wish? Das mache ich aber auch, weil ich Wish liebe. Mal ohne Witz, du kommst ja mit einem Wish-Up basically immer rein, drückst Wish und gehst dann raus. Nee, das macht Mola. Da hast du... Ja, der nicht nur Mola. Nicht passiv. Nee, Mola kann Sub-CM Scorch me. Nee, du weißt, was ich meine. Du kommst ja basically auch mit Sylvian und Blissey, kommst ja rein, Wish und gehst wieder raus. Nein, du gehst nicht mit Blissey rein und drückst Wish. Stimmt, das raus. Ding ist kacke mit Wish. Okay. Okay, du musst mir ein was verzeihen, ich hasse Blissey. Ja. Und ich hasse aber Sylvian. Okay. Also, ich spiele jetzt nicht so häufig Wisher, aber meistens spiele ich Wisher eher um halt rein, Wish, wieder raus. Oder, ja. Auch wenn das voll ist, keine Ahnung. Egal. Ja. Hanna, hör auf, versuchen, gut zu sein oder gut zu argumentieren. So. So, dann haben wir Shadow gegen Rocky, was wahrscheinlich so spielerisch her das ja, schönste Game anzugucken diesen Spieltag war. Ich fand, es war von beiden Seiten eigentlich jetzt nicht schlecht gespielt. Klar hat Rocky halt gezeigt, warum er einfach die Season sich zum Favorit entwickelt hat. Geheimfavorit. Mit tollen Plays. Gerade hier der Taunt am Ende gegen. Drapion, glaube ich, war es. Wo es dann gestorben ist am Burn.
war einfach nochmal um, ich glaube, für einen Differenzpunkt eben wichtig. Also, man muss halt wirklich sagen, Roggi ist so ein solider Spieler. Ja, Roggi spielt auf jeden Fall sehr gut. Hat auch ein ganz nices Team gepickt. Man muss sagen... Ich sag mal, er hat auch so einen Knall, halt einfach mal Sets zu bringen, wo man sagt, ja, die können jetzt komplett kacke sein, aber halt meistens funktionieren die halt auch. Ja. Ich habe ja auch mit Shadow ein bisschen geredet. Er hat gegen Memo halt ziemlich gestruggelt, allgemein. Hat er Probleme gehabt. Gegen viele Mons. Jedoch fand ich vor allem... Ich müsste mal kurz reingucken. Entschuldigung. Einmal für meine unfassbare Professionalität. Ach komm. Genau. Alola Knogger. Sah halt super gefährlich aus. Auch das hat Batzi, Roggi... die gleichen. Nein. Sehr gut mit seinem Ballon. Seinem Ballon Tendoxa gecheckt. Naja, Scrafty will ich mal sehen, wie gut es so ein Flareblitz tankt. Ja, gut. Hat Ballon Tendoxa gespielt, um eben den als Check zu benutzen. Das hat halt funktioniert. Unlucky war halt ein bisschen der Gyro Ball Crit auf X-Bud. Der hat halt das Game sehr erschwert, genauso wie der eine Bone Rush Miss. Nicht Bone Rush. Das, was halt zweimal hittet. Bone Rush. Ist das Bone Rush? Ja. Noch ein Hard. Nee, Bone Marang. Nicht Bone Rush. Bone Rush ist das 2 bis 5 halt. Und ja. Simsala war dann halt dementsprechend einfach am Ende zu viel Druck für Shadow und den konnte er dann nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Und ich fand das Kokos-Set sehr interessant. Das Kokos-Set war nämlich Nature's Madness, Taunt, Roost, U-Turn, glaube ich. Finde ich sehr schön. Das Ich meine Nature's Madness, Taunt, Roost, U-Turn. Ich suche das aber tatsächlich gerade, weil ich habe das Set. Also ich ja, hab muss Set, ja ich sagen, Coco muss man ja jetzt nicht so offensiv spielen. Ja, nee, Nature's Madness, Toxic, Roost, Taunt. Genau. Fand ich sehr interessant. Das ist echt cool. Mag ich sowas. Ich würde gerne das nächste Game, Entschuldigung, wenn du Horst des Cyber ist, aber ich kann es irgendwie nicht mehr warten, das nächste Game, aufs nächste Game grad, zu reden. Ja. Ich wollte gerade das nächste Game ankündigen. Batzis Neuwahn hieß Ho 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 und Kren hat sich nur gedacht, hahaha. Nee, Spaß. Wow. Mann, lass mich, das habe ich gerade nur gesehen. Nein, aber ganz ehrlich, ich würde Batzi gerne fragen, so von Angesicht zu Angesicht zu fragen, Mad? Mad? Weil da kommt, aber ganz ehrlich, da kommt, also er hat geforfeitet, FYI, und es ist 4 zu 2 gestanden dann eigentlich, aber er hat geforfeitet mit dem Grund, weil sie haben mit, ich glaube, also er war in Magnetzone gegen Neuwan und der hat Flash Cannons gedrückt und irgendwie, das haben sie kaum 6 Turns gemacht, dann in dem einen Turn, in dem Gren rausgeht, predicted das Batzi phänomenal, also ganz ehrlich, das war echt heftig, in Draga und hat damit eigentlich, glaube ich, sein bestes Mon praktisch im Matchup geriskt, weil er hätte einfach in sein eigenes getoxtes Mon gehen können, was weiß ich, welches das war, und dann Draga reinschicken und ja, und dann aber, er geht in Draga und dann misst er den Hurricane, den er gerade also, predicted und das ist also halt echt... Dritte. Also Patsy hat sich das gedacht, was ich mir Season 1 gedacht habe bei Sander. So unverdient. Das ist unverdient. Das geht doch gar nicht. Ja. Oder so verfehlt hat. Wollen wir wieder Batzis Chatverläufe eigentlich liegen, dass er irgendwann juristisch gegen uns vorgeht? Ich finde das sehr, sehr schön. Nein, ich habe leider nicht. Ich kann dir dann sagen, was er mir während des Kampfes geschrieben hat. Das war sehr lustig. Ich war gerade arbeiten und komm raus und guckst auf mein Handy und sehe so. Dieser Penner und so weiter. Erzähl ich auch dann später. Ja, das ist richtig. Wir tun dem armen Batzi das nicht mehr an. Das ist ja auch alles natürlich unter Datenschutz. Wir nehmen das hier sehr ernst, Miss Bell-Talk. Deswegen, ja. Wir sind gar nicht menschenverachtend und so. Nein. Batzi ist doch ein Süßer. Ja. Also deswegen. Kann man doch nicht haten, den Süßer. Und dann Gabbro gegen Gren. Wir haben heute schon mal einen Seigert gesehen. Gabbro gegen Raptor. Es ist das Gleiche. Apropos Gren, nee, zum Gren-Game wolltest du doch noch, egal, da kommen wir später zu. Gabbro gegen Raptor. Wir haben wieder Seigert gesehen. Wir haben wieder keine Prep auf den gesehen. Und das passiert halt, ja. Wenn du dich nicht auf den Preps. Ich meine, das war
War das auch Coil? Ich guck gerade durch. Ich weiß es nicht. Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob Setup war oder einfach beendet. Ich glaube, es war Setup. Beendet 1000. Ich verstehe. Arrows, weil das auf Clef war. Gegen also Clef 1070 gemacht. Also 1000 Arrows nimmst du ja immer mit. Er hatte kein Clef, das war Batzi gegen Raptor. Raptor hat kein Clef. Okay. Raptor hat Lando und Victinimus. Ja, seine Prep war halt irgendwie so Sherox oder Lando, das funktioniert halt nicht, keine Ahnung. Nach Tara maybe, aber ja, ich glaube, das war Coil, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Nach Tara funktioniert. Nee. Meh. Nee. Meh. Ich sag meh. Durch Coil ist es halt schwierig. Die Sache ist, der Foulplay macht ja durch Coil nicht mal mehr Schaden, das ist ziemlich cool. Ja, deswegen. Ja. Weil du deine Def und deinen Angriffsboost kriegst. Ja. Also, ich sehe im Raptors Team ein Counterplay und der heißt Turtok und Turtok ist halt. War mit. Schwierig gegen ein Subtoxic Set. Kein gutes Mon. War mit, aber konnte halt nichts machen. So, das ist halt. Es gibt so manche Matchups, da musst du Turtok mitnehmen, aber der macht dann trotzdem nichts, weil. Er kommt, hat halt so viele Probleme und als Watertrap. Und das sind halt so diese Matchups, in denen du dir halt denkst, Alter, ich wünschte, Seigert wäre gebannt. So. Das sind halt so genau diese Matchups, wo du wirklich kein Counterplay im Team hast. Klar, Raptor hatte wahrscheinlich jetzt noch einen besseren als ich damals. Nein. Aber... Naja gut, Quaxo und Turtok finde ich Quaxo jetzt nicht besser, aber Quaxo ist das bessere Mon. Aber Turtok vielleicht ein besser Counterplay. Ja. Ja, keine Ahnung. Du kannst halt Iron Death oder so spielen gegen den Kreatives. Musst halt Rest Talk spielen. Also Live View spielen. Ja, Rest Talk spielen. Gut, egal. Turtok hat Raw. Ja, das oder Dragon Tail. War auf jeden Fall schwer. Übrigens steht es 1-0 für Wales. Scheiße. Torschütze by the way, namens Gareth Bale. Wer hätte damit nur rechnen können? Sollen wir jetzt gleich anfangen? Wir sind gerade schon im Österreich, deswegen. Bitteschön. Ja, Mann. Willst du auch vorlesen? Ich hab die nicht. Außer du hast sie mir. Doch, du hast sie mir geschickt, aber. Ja. Wir haben hier die schönsten. Die kennst du nämlich noch gar nicht, Hori. Die schönsten Vorschläge, gegen was wir Gren eintauschen können. Okay, ich fange einfach mal. Ich schick die dir nochmal an, ich fange einfach an und wir wechseln uns ab. Weil. Wie kam das nochmal zustande? Ja, ich habe im Chat geschrieben, zu Pana, Gren würde dich nicht mal der würde dich sofort gegen einen Corny-Riegel eintauschen oder so. Mhm. Und da hat Pana geschrieben, er würde ihn gegen Pier eintauschen. Da habe ich halt gefragt, wer würde was gegen was eintauschen. Ja. Wo gegen wurde Gren eingetauscht? Willst du anfangen, während ich dir das schicke? Ja, klar. Das ist nämlich, glaube ich, sogar dein Beitrag gewesen. Welcher? Der erste? Natürlich, der erste war, ich habe geschrieben, ich würde Gren gegen ein Horribody-Pillow eintauschen. Okay. Mhm. Und jetzt kommt der Gewinner, der Gren bekommt. Ein 48,4% eines Garbados. Dann darf natürlich die klassische Antwort deine Mutter nicht fehlen. Dann natürlich niemanden. Dann kommt noch ein wunderschöner Beitrag von mir, was eigentlich auch die Wahrheit ist. Gren ist ein Süßli, den habe ich lieb, ich brauche den noch und der wird nicht eingetauscht. Basta. Okay, dann jemand, der Gren gerne behalten würde, deswegen Gren. Einfach Gren gegen Gren, Trade-off. Fühle ich. Dann haben wir natürlich danke für Sammy oder Rudi den Beitrag Ligma. Ja, Gren muss sich entwickeln, deswegen tauscht. Ja, genau. Dann... wahrscheinlich Shiny oder so, er wollte sich gegen sich selber eintauschen. Gegen mich. Danke an Gren für die Einsendung, der geschrieben hat, gegen gar nichts, weil Gren der insaneste Mensch ist, den ich kenne. Ja, dann wurden wir beleidigt mit K, ihr seid eh alle richtig bad. Grüße genauso an Gren. Ja. Könnte auch einer von der TBL gewesen sein, als du das da reingeschickt hast in Werbung. Ja, oder von der AKP. Ja. Willst du weitermachen? Dann haben wir mit natürlich Panas Antwort. Mit Panas Antwort Bier. Dann haben wir natürlich noch Reus Antwort. Einen Sandan-Weitwurf aus Haus. Nix, weil Gren toll ist und so.
Dann eine Antwort für Roy gegen Rego, Bing und Siebert. Yo, Rego, Bing und Siebert auf gegen Gren, das wäre ein richtig schlechter Trade. Ich finde auch die Antwort gut, ich würde Gren gegen zwei Grens eintauschen. Ich finde die Antwort auch gut, jeder, der besser im CP ist, also 99% aller Spieler. Rudi gegen Gren finde ich auch ein guter Tausch. Dann finde ich einen Kieselstein auch nicht schlecht. Da, warte, was steht da? Der gibt viel her, zum Beispiel ist er ruhig. Und niemand interessiert seine Meinung. Ja, richtig. Quasi Gren, okay. Dann haben wir einen Kyurem, weil Kyurem gewinnt, im Gegensatz zu Gren. Würde ich auch nehmen. Dann haben wir noch einen Aquana, damit man Turns hat, um zu stallen. Ja. Mola wäre besser. Mola gewinnt. Mola ist nicht passiv. Und ganz zum Schluss, das letzte, gegen was Gren eingetauscht werden wollen würde, ist eine Mega Sprite, aka 90% Wasser. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war unsere Präsentation über, gegen was wir Gren eintauschen würden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst doch gerne ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke, keine Ahnung. Wir sind noch nicht fertig. Egal, das war trotzdem alles mit Dings. Wir kommen jetzt zur Tabelle. Zur schönen Tabellen. Und wir sehen bei der Siegfried-Tabelle den besten Spieler des ganzen Servers, den schönsten Spieler des ganzen Servers, den dominantesten Spieler vor allem des ganzen Servers. Ja. Auf dem ersten Platz. Da kann auch Rezo stimmen bei Dominant. Ja. So wie die dominanten Dummies jetzt. Also, man kann einfach sagen, der. Also, es gibt in beiden Konferenzen zwei ohne Niederlage. Ja. Richtig. Ach, hallo. Bin auch dabei. Bin der Carsten und bin auch dabei. Franklin und ich sind Zweiter. Korridex Fight. Wir sind die ersten beiden Gewinnertypen, die 3-0 reingestartet sind. Dann haben wir irgendwie Panal und Noah, die auf dem Playoffs-Platz stehen. Corny und knapp. Anton, die beide positiv stehen. Einen Rudi, der immer noch negativ steht. Das wird glaube ich, nicht besser. Nee. Hab so ein Gefühl. Nox, Livigno und Hardy noch zusätzlich jeweils 1-2 stehen und dazu Grebi und Sean, die noch keinen Sieg einfahren konnten. Also ich sag, beiden, also Playoffs-Kandidaten neben mir natürlich und dir natürlich. Mhm. Noah zu 99%. Und danach würde ich sagen, es ist eng, ob Pana, Rudi, Corny. Ja, Corny auf jeden Fall. Ich glaube, Corny ist ein sehr heißer Anleihen. Du, es kann alles passieren. Wenn Corny seine Games hat, dann kann auch Corny die Playoffs kommen. Dann kann es wieder so laufen wie Season 4, glaube ich, oder 5 war es. Der hat seine Seasons. Und wenn er seine Seasons hat, dann ist der ein Playoffs-Kandidat. Und das ist wieder so ein... Witzig. Und weil unsere Conference actually diesmal auch nicht so stark ist, aber ja. Und Livigno kann man halt nicht rauszählen, weil... So kacke ist er jetzt auch wieder nicht. Richtig. Klar, jetzt nicht so gut, aber halt auch, er kann spielen. Und du darfst und halt auch Rudi. Das ist schon viel wert. Darfst halt auch Rudi nicht abschreiben, klar, wenn er jetzt nicht so gut reingestartet ist, aber ist halt immer noch Rudi. Wenn Rudi in der Conference nicht in die Playoffs kommt, ist es schon ein bisschen lächerlich. Ein Finale ohne Rudi wäre auch kein SPL-Finale, sind wir ehrlich. Ich sag, bei 1-4, 1-5 wird's kritisch für Rudi. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und Hardy, Krebi, Nox werden oben rumkribbeln und dann schauen. Ja. Mitte. Wobei Hardy kann ich mir auch vorstellen, dass er einen oder anderen Sieg holt. Hardy ist tatsächlich gar nicht so ein schlechter Spieler, auch wenn er selten Pokémon spielt. Auf jeden Fall. Endon kann auch mal wieder. Endon hat halt auch seine eine Glanz-Season gehabt. Ich denke, aber er spielt, da hat er bewiesen auch, dass er trotzdem auch mit gutem Kader nicht schlecht spielt. Ich denke eher, Nox wird ein bisschen weiter droppen noch, aber ja. Das. Fangl, wie viele Kills wird Sean die Season holen? Das fragst du ja jeden, wa? Ja. Ui, der steht derzeit bei 2. Ich hab 25 getippt, oder? Ja. Wenn wir bei dem Durchschnitt bleiben, ist er am Spieltag 9 bei 6. Und noch ein dazu, sagen wir 7. Das ist ernüchternd. Ich hab mich verschätzt, glaube ich. Ja. Ich würde jetzt nicht so hart ins Gericht mit Johnny, aber ich würde schon sagen 10. Okay. Ja. Das ist hart, aber 10. Gut. Und bei Flordelis sehen wir Jona und Roggi auf Platz 1. Ich denke, das sind auch so die man da oben erwartet hätte auf den ersten beiden Plätzen. Ich würde sagen, die bleiben da auch. Kein wird auf jeden Fall kämpfen müssen. Muss definitiv kämpfen. Gabbro, Finn, Shadow,
auch auf jeden Fall. Ja. Das wäre also der Kampf um die Playoffs da unten, denke ich. Ich sag, Batzi, obwohl er so einen scheiß Kader hat, kann er immer mal Nadelstiche setzen. Ja, kann er, aber ich sehe Batzi diese Season absolut nicht, muss ich sagen. Das ist der Eintracht. Ja. Das? Nein, Spaß. Eintracht kommt natürlich immer Europa. Müssen, muss. Muss, I mean, wir machen in ein paar Wochen Barca fertig, deswegen. Also hätte ich frei, würde ich nach Frankfurt kommen. Aber... Mehr geil. Ich habe aber leider keine Karten. Ach, das würde ich mir angucken. Ist das Rückspiel Frankfurt? Hm? Wollen wir weitermachen? Ist das Rückspiel Nein, Hinspiel ist schade. Spiel. Rückspiel wäre so in den Ferien. Okay, ja, sorry. Ne? Sorry, ja. Nee, keine Ahnung. Und ich denke, Sana wird bestimmt noch den einen oder anderen Sieg holen. Ray wird einen Sieg holen, also nicht einen, also die wird auch. Die werden ich auch. Sag mal, ich glaube auch Hexer wird dann nicht ohne Niederlage rausgehen, deswegen. Ich glaube actually nicht, dass da wirklich niemand 0. Ja, sag, wie viel 0-9 geht? Ja, ich 0, sag 10. 0-11. 11, ja. Sächsisch. 11, Sächsisch. Ich sag, da kann jeder mal einen Nadelstich setzen, beziehungsweise, was ich damit meine, ist halt, Ray kann mal mit Glück oder halt mit perfekten Teambuilding gegen Jona gewinnen, gegen Rory. Ja. Ist jetzt, klar, Ray ist jetzt schlechter, aber das liegt halt eher nur daran, weil Rory und so gut sind, aber trotzdem hat jeder da mal eine Chance, sag ich. Man muss auch sagen, so. Ray hat halt auch eine gute Steigerung hingelegt. Jetzt gerade. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, von den Spielern da unten glaube ich, dass alle sozusagen ihr Game haben können. Ja. Das ist so, wenn man sagt, einfach das Game, wo einfach sagst, wo auch die Underdogs gewinnen können. Das ist, die sind nicht alle so schlimm. Ja, richtig. Also so schlecht oder einfach so schlecht. Das klingt jetzt so dumm, dass sie sozusagen dass sie gegen niemanden eine reelle Chance haben. Wir erinnern uns an Age Rudy letzte Season. Wo Age einfach mal Rudy besiegt hat. So, ja. Einfach so im Vorbeigehen, so zack, haben wir Rudy mitgenommen. Und ich sehe, wenn wir nochmal da zurückkommen zu den Playoffs-Kandidaten, Jona, Rogi zu 100%. Ja, denke ich auch. Ren 90%, dann Gabro, Finn werden sich drum prügeln mit Shadow. Ja, so sehe ich das auch ähnlich. Tut mir leid, wie gesagt, ich sehe halt Shadow da ein bisschen schwieriger noch haben als Finn und Gabro. Don't stop believing. Aber ich würde mich sehr für ihn freuen und ich würde es ihm sehr gönnen. Same. So. Also, Batzi, sage ich immer noch, kann immer noch Playoffs kommen. Wie Rudi. Das habe ich selbst geschafft mit meinem schlechten Kader, aber da war die Liga auch noch schlechter. Zitat zu deinem Season 4 Kader von Gren oder was? Season 5, ich weiß nicht mehr. Das ist der schlechteste Draft-Kader, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh, der war auch kack, glaub mir. Gut, machen wir weiter mit der Killliste und wir sehen in diesen Spieltag zwei S-Dragons ganz oben mit dabei. Und zwar natürlich einmal Panas, wunderschöner Kings Rock DDQ im clean 6 Killsweep. Konnte sich jetzt auf Platz 1 setzen mit meinem Dragapult und mit Noah Scoplosio. Mit allen 7 Kills. Stahlos. Ja, dieses Mon, das muss da raus. Kein Mon! Ich bin echt mad darüber, dass Victini keinen Kill geholt hat. Frech. Dein Slowbro ist wieder drin. Oben mit dabei, das finde ich sehr gut, dass Slowbro Kills holt. Das ist gut für die All-Time-Kill-Liste. Der ist irgendwie immer mit dabei. Ja, mein Thunderous fängt langsam an, ein bisschen Action zu machen. Aura macht, ja, der Aura baut seine Kill-Rangliste. Conny hat den ja auch schon mal gehabt. Ja, und sonst. Ja, der baut seine Kill-Rangliste auch weiter aus. Ich sehe es irgendwie nicht. Ich sehe es halt maximal Season 20, dass Aura eingeholt wird in der All-Time-Kill-Rangliste. Ja, das ist halt fies. Gut. Ding hat irgendwie 30 Kills mehr. Ja, das stimmt. Und bei den anderen sehen wir halt, haben wir halt diesen Spieltag Seigert gesehen mit 5 Kills von Gabro. Und das ist im Salam mit Robby. Ja. Wir sind in beiden Conferences Kürm auf Platz 1. Kürm ist balanced. Ich würde sagen. Können wir einfach sagen. Gut. Also. Unsere Killerrangliste ist relativ ausgeglichen. Das ist halt Slowbro, das schlechteste Mon auf Platz 8, 3 Kills entfernt. Yeah. Und das holst du easy ein. Ja, aber mein Pult gewinnt eh wieder, weil ich da 3 Seasons hintereinander mit meinem S-Drachen gewinnen will. Das habe ich ja jetzt schon angekündigt. Das ist echt lächerlich. Ja. Und immer diesmal muss ich mit 22 Kills gewinnen, weil Latios hatte 20, Kyum 21 und Katapult rollte 22. Weißt du, was bei mir immer ist? Ich schramm
mit so einem Zentimeter immer an der Killrangliste vorbei, mit Komoro vorbei, mit Traga vorbei, mit Chomp vorbei und mit Victini wahrscheinlich auch, der ist wieder so zwei Kills dann dahinter. Das ist ärgerlich. Bei den anderen, Kyurem halt, Kyurem. Sieht sehr gut aus, dass Kyurem das holt und sonst. Aber auch nichts Besonderes, da Lycanroc natürlich auch mein üblicher Verdächtiger in der Killliste. Maybe das Turtok noch zu erwähnen nach dem Shells. Manchst du ja noch. Ja, bisschen besonders. Noch. Ja, genau. Sonst bei uns halt, ja, Stalos, Roserade. Aber Logro kannst du nicht mehr mal als besonders bezeichnen. Richtig, das wird sich zeigen, denke ich, was da noch so abgeht. Dann schauen wir auf die nächsten Matchups. Und da sehen wir. Das kam schnell. Nox gegen Corne. Ein Thema Corne Season. Ja, wir sehen alle Corne vorne, was einfach daran liegt, dass ich persönlich Nox für einen nicht sehr guten Spieler halte. Also wirklich nicht. Er weiß, wie Mons funktioniert, aber er hat manchmal so, jetzt nicht böse gemeint, aber manchmal so Aussetzer im Spiel. Und im DB. Ja, keine Ahnung, Kornik hat halt immer sein Überraschungsdings, was halt Kornik ist. Keine Ahnung, Kornik macht halt immer so Kornik-Sachen, ihr wisst, was ich meine. Das ist immer so weird, dass es manchmal funktioniert. Du meinst Lavados ohne Boots gegen ein Team, was ja keine Rocks legt? Ja, zum Beispiel. Oder Big Room. Na gut, das spielt eine Age auch. Ja, also keine Ahnung, Kornik hat ja auch schon gezeigt, dass er gewinnen kann. Ich denke, gegen Nox sollte das sehr gut drin sein. Obwohl ich sagen muss, es ist relativ ausgeglichen, dass Nox das auch gewinnen kann. Ja, deswegen habe ich auch nur 1-0 getippt, aber ja. Ja, ich würde auf Rudi auf nächstes Game tippen, aber... Ich auch. Aber das war ja leider schon. Gut. Dann Hardy gegen Anton, wo wir alle für Hardy tippen. Ich meine, natürlich tippen wir für Hardy. Anton ist insane, Hardy ist insaner. Das fasst sehr gut zusammen. Ja, es ist halt einfach, Hardy muss... erstmal wieder reinkommen und nicht Modest Nidoking spielen. Oder doch Modest Nidoking spielen. Und mit Sludge Wave und Earth Power bitte, um Slowbro zu breaken. Oder hier ist physisches angebracht. Weil das ist Stoking. Jo. Ja. Hardy kommt langsam wieder rein und ist ausgeglichen, sage ich. Können beide gewinnen. Hat ja auch gegen dich eigentlich ganz gut gespielt. Also... ja, war halt. Er hatte gefühlt halt nur nichts für Slowbro dabei. Ja, richtig. Okay, Anton kann das Spiel auch. Ich finde, bei Anton sieht man auch die Steigerung auf jeden Fall. Aber also ich sehe man halt merkt auch, trotzdem noch ein Stück vorne. Man merkt auch, Hardy hat Bock, weil er hat irgendwie gefühlt schon am Montag sein Teambuilding fertig gehabt. Gefühlt. Also, und daran merkt man ja, dass man Bock hat. Und wenn man Bock hat, spielt man ja auch meistens besser, als wenn man so, kein Bock, jetzt wieder so ein Game. Das ist absolut richtig. Cool, ich traue Sean einen Kill zu. Ich nicht. Einfach weil ich Sean mit zutrauen würde, dass er kann seinen Ground gegen Regi Illegi nicht mitnehmen. Oh, ich traue Sean auch zu, dass er Iron Death bzw. Brücker Korf bzw. CM Corviknight Kokofuck ist. Ja, das kann durchaus passieren, deswegen ich glaube einfach, dass. Nee. Nee. Also das gewinnt Livigno. Ziemlich deutlich, denke ich. Mhm. So deutlich wie du gegen Lucario. Gegen Lucario. Gegen Vorhanna. Ich hab zum nächsten. Ich hab gesagt, du machst so. Bitch Slaps. Und dann ist Panda tot. Ich hoffe es. Also, nur so als Tipp: Mach Panda nicht betrunken, dann kann er auf einmal Mons spielen. Eine Anlage gegen betrunkenen Panda zu verlieren, würde mir stinken. Nee, macht der macht auch Entscheidungen. Das ist richtig. Hanna spielt ja immer safe, sehr safe. Aber wenn er betrunken ist, nicht mehr. Dann spielt er einfach wir, so wie Sammy. Ja, nicht so schlimm, nur dann klappt jeder Predict. Bei Sammy würde eigentlich mal interessieren, auch. Wie Sammy betrunken spielt. Aber mit Sammy zu spielen ist sehr interessant. Sammy weil ist super interessanter Monsterspieler. Da würde ich gerne mal Psychologie studieren, wenn er. Jetzt nicht auf Sammy bezogen, aber Sammy ist halt immer so, ja, also ich erwarte jetzt das, dann drücke ich das. Der spielt halt nicht, was safe ist, sondern ich erwarte jetzt das. Ja. Das ist halt, das ist super interessant.
Es funktioniert auch sehr gut häufig. Klar, und ich kann gegen sowas halt überhaupt nicht spielen. Das ist richtig krass. Und dann, wenn du es predictest, kommt von Rayen Superpower bzw. Magma Storm. F. F. Ja. Gut. Ja, aber also ja, ich sehe dich vorne halt, aber nicht so wie Hori. Ich hoffe, doch, dass du machst Slap. Ich hoffe, dass hoffe ich vorne ich für bin. Dich. Aber gut. Deshalb das Problem halt an HO ist meistens killen, nächstes Mon rein, killen, nächstes Mon rein, killen, nächstes Mon rein. Also killen. Killen, killen, killen. Ich glaube, mit killen meine ich, du killst ihn, dann killt er dich und immer so weiter. Ja, Pana hat aber ziemlich viel Defensive und mein Matchup ist eigentlich gegen defensivere Teams eher gut, nur Pana hat auch ein paar offensive Mons, die mich ziemlich am zerstören, Alter. Du meinst so Terra? Nee, wie sollte ich nur Terrakium meinen? Der ist ziemlich bad gegen mich. Lass ihn mal zu Hause, Partner. Ja, ja. Der Komm drückt sowieso CC auf Trager. Ja, richtig. Kommen wir zu deinem Game gegen Grebi. Und ich muss das einfach sagen... Das würde mich jetzt interessieren, Hori. Was? Lucara, magst du das Zitat vorlesen? Natürlich. Was ich unter meinen Tipp noch schon... Muss ich einmal kurz raussuchen. Hori hat geschrieben... Ah, und Franklin Krebi brauche ich noch gegen dich. 5-0 für Krebi, weil Franklin blöd ist. Danke, genau. Ich mag dich auch. Da habe ich davor noch geschrieben, Franklin ist gerade offline gegangen, der Kick. Genau. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, ich sehe dich halt vor. Keine Ahnung, wie das Matchup ist, aber ich hoffe einfach. Ich sehe dich halt vor. Warum hoffst du eigentlich immer? Aufzusehen. Weil das meine ganze Existenz besteht aus Hoffnung. Ja, nein. Das bin ich gar nicht. Ich meine, warum überlegt mich? Wir haben mal zusammengespielt. Mit dir habe ich keine Liga gewonnen. Ich habe mit Shadow und Ray eine Liga gewonnen. Ich habe nur alleine Liga gewonnen. Das höre ich lieber zu. Etwas. Ich habe gesagt, ich habe nur alleine Ligen gewonnen. Weil ich keine Freunde habe. Nee, was wolltest du? Mit Rennen warst du knapp sagen? Davor. Nee. Dann kam ich. Nee. Da ist Go. Du bist. Ihr, euer Game war nicht das Problem. Reden wir nicht drüber. Franklin, ich sehe dich halt, keine Ahnung. Ich sehe dich halt ja. Mit Grebi eigentlich vorne im Normalfall. Ich meine, klar, Grebi kann mal irgendwas machen, was dich aus der Fassung bringt, aber eigentlich im Normalfall solltest du das gewinnen, weil ich halt denke, dass wir den Titel dieser SPL-Season. Rudis Start jetzt in Anbetracht gezogen, dass wir das halt unter uns ausmachen werden. Ja, am 10. Spieltag und dann nochmal gegen Sean am 11. auf die Fresse kriegen und den Titel vorspielen. Ja, ich finde das wäre so funny. Das wäre so witzig. Aber das würde so gut passen. Nee, keine Ahnung, ich gehe einfach wieder 11-0. Nein. Okay, hallo. Dann diesmal habe ich ein Wort mitzureden. Nee, weiß ich nicht. Gut. Gucken wir uns noch die andere Konferenz an. Wer hat keinen sagen, Wort mitzureden? Die andere Konf. Das stimmt. Ich hoffe, Gren ist das erste Spiel. Ja! Der hat kein Wort mitzureden. Eigentlich hoffe ich auf Raptor, aber ja. Ich bin nicht wie Hori, der auf Hoffnung setzt. Keine Ahnung. Gren ist toll, aber es wäre schön, wenn er gegen Raptor verlieren würde. Wäre schon lustig. Könnte ich ihn wieder ein bisschen. So gegen Shell Smash Turtok. Ja, oh, wenn er gegen Shell Smash Turtok verliert. Ah, der wird so ausgelacht, das werde ich ihm noch sein Leben lang vorhalten. Gut, wir reden nicht über das Match, wir reden einfach nur, wie er verlieren könnte. Ja. Nee, aber eigentlich sollte Gren das im Normalfall holen. Bin ich ehrlich. Ja. Wie gesagt, ich habe am wenigsten Vertrauen in Gren. Hat Raptor eigentlich Dame Editor? Nee, oder? Leider. Nö. Leider nicht. Warte. Gren hat übrigens gegen Corny verloren, falls du es noch nicht wusstest. Gegen Bellydrum Sub Damage, ne? Ja. Ist das jetzt wie Season 4? Außenseiter beginnt? Ja. Los. Los. Ich mag Shadow. Mag Bazzi. Hat ja auch Damen, achso. Bazzi ist ein Schnuggi. Shadow auch. Aber, keine Ahnung. Bazzi hat zwar kein gutes Team, aber er hat Legios. Der gewinnt halt, ja. Und. Nee, keine Ahnung. Ich weiß halt, dass Bazzi manchmal so sich Sets genau wie Rocky auspacken kann, die Shadow aus der Fassung bringen. Und ja, da sehe ich halt Bazzi ein bisschen weiter vorne. Das stimmt. Ich hoffe aber auf so eine Situation wie Gren.
Das ist das SD-Level. Keine Ahnung. Ich halte es gar nicht so unwahrscheinlich, wie das Raptor gegen Gren gewinnt. Ich glaube, ich finde halt Shadow kann das sehr gut gewinnen, weil Bazzi die Season der Kader halt wirklich nicht so nice ist. Und ja, wenn Shadow sich halt in seinen Kader jetzt ein bisschen eingrooft, kann er auch gut gegen Bazzi gewinnen. Und ich kenne Shadows Team. Ich sag nicht, dass Shadow nicht gewinnen kann. Ich sag einfach nur, dass ich Bazzi die 10% weiter vorne sehe, weil er halt meistens auch ein Set bringen kann, was Shadow aus dem Konzept bringt. Klar, das kann. Keine Ahnung, die da ins Neu waren. Ja. Ja, klar, kann passieren. Dann Rocky Hexer. Fun Fact. Warte kurz, nochmal so. Fun Fact, um Roy zu triggern. Ich hatte bis jetzt mehrmals Arctos mit und Stoutland, aber noch nicht einmal Neuwahl. Ärgerlich. Oh mein Gott. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch, I'm a boss. Ja. Anan. Your Hori. Du wolltest was sagen. Ja. Ich glaube, das nächste Game ist eh ziemlich klar, weil Rocky eigentlich die ganze Liga. Ist nicht actually gerade Erster gegen Letzter? Ja. Genau so. Schon ganz so zusammenfassen: Rocky dominiert die Liga. Und wir vertrauen alles, der Erste, das gewinnt. Richtig. Rocky dominiert und ich glaube, das wird er auch weitermachen. Ja, und im nächsten Game sehe ich es eigentlich recht ähnlich. Jona ist gerade übrigens Erster, nicht Rocky. Rocky ist Zweiter. Aber ja, die haben beide noch keine Niederlage. Die sind beide, haben beide ein gutes Team, sind beide gute Spieler und ich denke, gegen Age wird es ähnlich aussehen. Klar hat Age den Luck-Faktor, den Hexer nicht hat, aber. Der Luck-Faktor, wenn Krug wieder durchgeht, aber Jona war, glaube ich, der mit Torn TQ Rim. Ja, richtig. Oh, das ist schwierig, sich dagegen durchzulacken. Im Balance-Shit. Deswegen, ich sehe das halt ganz deutlich auch bei Jona. Das ist echt. Na gut, obwohl. So wie ich Age kenne, wird Torn T kein Hurricane treffen und Q-Rim wird weggekrittet. Ja. Deswegen, ja, aber trotzdem, ich sehe es halt bei Jona. Was interessant werden könnte, ist das nächste Game. Weil Ray gegen Sana ist ja eine von beiden, wird jetzt auf jeden Fall einen Sieg holen. Und ja, du darfst anfangen. Wieso bin ich schon wieder Außenseiter? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht. Ich sehe, Sana hat. Ich mag Sana. Ich mag Sana auch? Fragezeichen. Sana ist so cool. Nee, keine Ahnung. Ihr sagt immer, Sana hat sich entwickelt. Ich sehe das irgendwie nicht. Ich sehe bei Ray die Entwicklung halt viel weiter vorne. Und durch Sammy und alles sehe ich Ray halt als solidere. Ein Freund. Ist das jetzt so ein Kompliment? Sammy ist kein Kompliment. Doch, Sammy ist cool. Ich sehe Ray halt mehr vorne, weil sie einfach mehr Mons-Verständnis hat. Ja. Ahnung hat. Ich denke, das ist ein Game, was in beide Richtungen ausgehen kann, nur finde ich halt. Nein. Ich mag's, wie Sana. Also, das heißt, ich mag's, wie Sana spielt. Sana spielt oft nicht so gut, aber ich finde es trotzdem schön, irgendwie Sanas Games zu sehen, weil die, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwas haben die immer. Und ich würde mir halt wünschen und denke auch gegen Ray, dass Sana halt das mal gewinnen kann. Ein Game. Also, man muss ja auch irgendwo so zum TPL-Teammate halten. Klar, also, klar. Ich denke auch, wahrscheinlich realistischer ist es, dass Ray gewinnt. Aber kann in beides Karten aufgehen. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass. Ja, ich tippe jetzt einfach mal auf Sana, weil Quoten und dann kriege ich mehr Geld raus. Ich glaube, das nächste Game kann man ganz kurz zusammenfassen. Finn kennt man besser und deswegen tippt man auf ihn. Ja, richtig. Und von Finn kennt man auf jeden Fall mehr Gutes. Ja, ich habe von Gabro halt nur die ESPL-Spiele gesehen und eins davon war, hat mich Bazzi zugespammt. Ja, same, mich auch. Also, passt. Und dann wären wir hier auch am Ende und wir dürfen jetzt schon wieder alle unsere besondere Erwähnung raussuchen. Natürlich habe ich habe Pana, ich habe den Kürm vergessen. Fühl dich hier aber erwähnt. Es war Kingstock, du hast zu gelackt, Pana. Es war toll. Nee, ich fand's toll, es ist wunderschön. Aber er hat gelackt. Ich liebe aber so eine Shitshow, wenn irgend so ein Lack passiert. Das ist einfach unterhaltsam. Ja. Nächste Season Kings Rock Band, ey, was? Bitte nicht. Apropos King. Ido King? Es war unfassbar lustig, das spezielle. Das physische Ido King mit speziellem Wesen zu sehen, was dem Slowbro einfach 20 gemacht hat. Mit einem EQ. Warte, darf ich kurz noch was fragen? Warum sagt Pana, dass ich meinen Slowbro vergewaltigt habe? Das war ein Standard. Toxic, Scald, Teleport. Teleport, Slack off, Slowbro, Weiß ich nicht.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, Teleport hatte der nicht, der hatte Protect. Okay, der hatte kein Teleport. Ja, löscht dich. Das ist echt Vergewaltigung. Ich fand's aber auch schön, wie am Ende Hardy noch probiert hat zu doublen, aber du den Double halt predicted hast und ja. Das könnte aber da auch noch dazu sagen. Ich hab das Sabayone genommen, weil es zwei Moves gezeigt hat und zwar Sticky Hop und dann BUM. Aber was, weißt du, welche BUM? Nicht normale BUM, sondern BUM. Eine Feen-BUM. Das hat mich glücklich gemacht. Ja. Geh doch mal weiter, so ich muss noch was rausrufen. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe BUM. Das erinnert mich an Gum. Es erinnert mich an das Eis. Weil Slabayon ist ja auch so eine Sahne-Dings. Und ihr kennt ja alle das Bum-Bum-Eis, oder? Mit dem Kaugummi-Stiel. Bum-Bum. Bitte? Kennt ihr das? Ja, natürlich. Gut, freut mich. Das ist Slabayon. Okay, Franklin, deine Dings. Also, Fazit hat mich angeholt. Mhm. Der mag sein Team nicht, alles blabliblub. Dann hat er gefragt, wie man Freewin bekommt. Da habe ich ihm gesagt, er soll gegen Kren spielen. Ja, gut. Und dann kamen die Nachrichten. Wieso muss er noch Lucky sein? Und was ist meine 6 Opfer zu siegen? Wieso? Schau dir einfach das Replay an. Okay, wir haben doch wieder den Chatverlauf geleakt. Hey, ich rieche schon nächste Woche die Anzeige, aber dann ist es auf einmal nicht mehr mein YouTube-Kanal. Nee, keine Ahnung. Frankie kennt sich ja mit Anzeigen wegen Datenschutz oder Recht am eigenen Bild oder Recht am Chat aus. Ja. Nein. Gut. Doch. Ja, nein. Aber war es dann nicht schon? Ja. Das ist echt eine Tragödie. Aber heute haben wir aber lang gebraucht, oder? Wir brauchen immer eine Stunde. Wir brauchen immer lange. Gerade wir können. Ja, sind wir wirklich lang. Ja. Naja, jedenfalls bester Moment. Batzi. Forfaited. Eigentlich gegen Pana normalerweise. Gegen Kön auch gut. Nee, gegen Pana Dynamaxed, Mann. Ja, das ist so nice. Ja, das ist schön. Genau. Gut. Ich muss ganz dringend aufs Klo. Ich würde mich da jetzt nochmal verabschieden, meine Lieben. Also, euer Horry wünscht euch alles Liebe, meine Süßis. Und schaltet auch wieder das nächste Mal ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zum nächsten SBL Talk. Aktiviert dafür die Glocke, gebt es einen Daumen nach oben, macht den Daumen blau, schlagt ihn so oft und baba. Das, was der Junge da sagt. Tschüss.